Herzlich willkommen auf einem weiteren Video von mir. Leute, wer meine Videos die letzten Tage gesehen hat, weiß ganz genau, dass wir oben unsere grüne Box als Widerstand markiert hatten. Und wir sind zweimal an diesem Widerstand jetzt abgeprallt. Wir sind aktuell bei einem Preis von 56.674 US-Dollar. Heute werden wir uns anschauen, ob wir es schaffen, unseren Widerstand nach oben hin zu durchbrechen und als Support zu bestätigen. Oder ob wir mit dem Preis an unserem Widerstand abprallen und fallen werden. Also bleibt dran bei diesem Video, schaut es bis zum Ende. Und falls euch dieses Video gefallen hat, bitte ich euch nochmal, liked dieses Video, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, um die nächsten Updates und Videos nicht zu verpassen. Es bleibt weiterhin spannend mit dem Bitcoin. So, schauen wir uns jetzt den vierstündigen Bitcoin-US-Dollar-Chart an. Können wir hier sehr schön sehen, wie wir... Was wir schon in den letzten Videos besprochen hatten, hatten wir hier unser Symmetrical Triangle, was wir nach oben hin durchbrochen haben. Hier war ein klares Kaufsignal für eine Long-Position. Und wir sind auch mit dem Preis stetig gestiegen. Und ich hatte euch gesagt, dass hier zwischen 56.600 und unserem alten All-Time-High von 58.000, ca. 400 US-Dollar, dass sich hier ein großer Widerstand befindet. Wir haben dann gesehen, dass wir hier an unserem Widerstand abgeprallt sind. Es gab einen kurzen Abverkauf. Dieser wurde aber sehr schnell wieder aufgekauft. Das war ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und es sieht so aus, als würden wir hier ein Ascending Triangle bilden. Sollten wir dieses Ascending Triangle hier beibehalten und dann es schaffen, aus unserem Ascending Triangle nach oben hin auszubrechen, über unseren Widerstand hier, den wir als grüne Box hatten, wäre das der Idealfall für den Bitcoin. Und wenn wir es schaffen würden, nochmal hier unser altes All-Time-High als Support zu bestätigen, denke ich, dass daraufhin wieder ein höheres All-Time-High folgen wird. Wenn wir jetzt das Preistarget von unserem Ascending Triangle nehmen, sehen wir hier sehr schön, dass unser Preistarget bei ca. 60.000 US-Dollar liegt, sollten wir dieses Triangle nach oben hin durchbrechen. Wir können auch sehr schön sehen, dass hier unser 20-tägiges EMA sehr schön als Support gedient hat und als Bogen gedient hat. Diesen konnten wir hier bestätigen und sind mit dem Preis weiter hoch. Es bleibt jetzt spannend. Ich bin weiterhin noch bullish eingestellt, auch aus dem Punkt, weil unser RSI hier weiterhin über dem Faktor 50 liegt. Dies ist auch ein bullischer Wert in meinen Augen. Ich denke, dass auch mit dem Preis weiterhin hochgehen wird. Sollten wir mit dem Preis hier aus unserem Triangle und aus unserer Zone hier von unserer grünen Box nicht nach oben hin ausbrechen können, denke ich, dass wir hier bei 53.500 US-Dollar einen starken Support immer noch unter uns haben und dass wir nicht darunter fallen sollten, aus technischer Sicht. Und was auch ganz wichtig ist, ich hatte euch gestern im Video gesagt, wo der Preis am Steigen war, dass es auf dem Markt, während der Preis steigt, zu mehreren Shakeouts kommen kann. Und hier sehen wir ganz genau, wie es zu einem Shakeout kam. Das meine ich genau mit Shakeouts, dass der Preis kurzfristig droppen kann. Es ist ganz wichtig, hier den Markt immer im Auge zu behalten. Und ziehen wir jetzt hier nochmal unser Fib Retracement Tool von unserem Swing High zu unserem Swing Low, sehen wir, dass wenn wir hier das optimale Szenario, unser altes All-Time-High durchbrechen können und dieses All-Time-High als Support bestätigen und weiter mit dem Preis steigen, ist auch in naher Zukunft zu einem Preis von hier unserem 1618er Level von 68.183 Dollar kommen könnte. Schauen wir uns jetzt noch Ethereum auf dem vierstündigen Chart auf Coinbase an. Bin ich hier auch noch relativ bullish eingestellt. Wir sehen hier, dass wir mit unserem RSI-Level weiterhin über dem Wert 50 sind. Und wir können hier sehr schön sehen, dass wir angefangen haben, auf dem vierstündigen Chart hier ein Bullflag zu formen. Das Bullflag-Pattern ist immer ein bullisches Pattern. Sollten wir es schaffen, hier über unser Bullflag drüber zu kommen, sehe ich den starken nächsten Widerstand hier bei 1871 US-Dollar. Wir sind hier das letzte Mal dran abgeprallt, haben es nicht geschafft. Hier haben wir es nochmal angetestet, sind wieder abgeprallt. Sollten wir es dann schaffen, hier über unseren Widerstand zu kommen,
diesen hier als Support zu bestätigen im Optimalfall, denke ich, dass es hier auch möglich ist, dass wir uns Richtung 2000 US-Dollar, 2030, 2020 US-Dollar bewegen und hier unser als All-Time-High nochmal mit einem Widerstand hier antesten können. Sollten wir es allerdings nicht schaffen, aus unserem Bullflag nach oben hin auszubrechen, sehe ich unseren nächsten Support hier bei 1680 US-Dollar. Hier könnten wir nochmal bouncen im Optimalfall. Wie gesagt, welches Szenario von beiden jeweils für Bitcoin und Ethereum eintreffen wird, müssen wir aufmerksam beobachten. Die nächsten Stunden werden sehr spannend. So, das war's mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like dieses Video, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, um meinen Channel zu supporten. Ich versuche hier euch wirklich jeden Tag kostenfreien Content zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche euch noch weiterhin erfolgreiche Trades. Bleibt alle gesund. Einen schönen Abend.